Hallo Welt, da sind wir wieder. Und bevor wir uns jetzt hier wieder festfahren, ich weiß, eine Händlerin bräuchten wir hier, aber bevor wir uns festfahren, verschwinden wir lieber ganz schnell. Wir könnten uns ja zwischendurch wirklich mal um diese Entführung kümmern, damit wir wenigstens das dann haben. Das würde jetzt bedeuten, wir haben nur noch die eine Aufgabe offen. Wie kommt das denn, dass die anderen alle, also die wir, dass das ja okay, fehlgeschlagen ist einiges, sprich mit Preston, das wollten wir doch gar nicht machen. Da ist doch auch irgendetwas schiefgelaufen. Das hatten wir alles gemacht. Ghoul-Probleme, ja, sprich mit Preston, haben wir zwischendurch doch mal aus Versehen mit Preston gesprochen. Das heißt, dann geht ja der ganze Unsinn von vorne wieder los. Ghoul-Problem bei Sanctuary Hills. Berichte den Siedlern bei Sanctuary Hills von deinem Erfolg. Das haben wir. Ja, warum ist das hier unten? Also wir wollten die Missionen alle soweit machen, also dann sollten wir jetzt einmal nach Sanctuary Hills, denn hier unten werden wir das überhaupt nicht mehr wiederfinden. Wir fahren einfach nach Sanctuary Hills, berichten dort den Siedlern von unserem Erfolg und sprechen einfach nicht mehr mit Preston, damit diese Aufträge nicht ständig wieder neu reinkommen. Es sind ja doch immer die gleichen. Dann geht's weiter zu der Medford Klinik. Heißt doch so, oder? Medford Klinik war das irgendwas? Ja, und dann müssen wir uns, dürfen wir uns hoffentlich wieder um unseren Leuchtturm kümmern. Ja. Ungefähr in der Reihenfolge. Aber hier ist natürlich jetzt kein Siedler, mit dem wir sprechen können. Also, die Siedler werden jetzt sowieso alle schlafen. Außer Mama Murphy, die sitzt immer noch. Die sitzt so jeder Tages- und Nachtzeit in ihrem Sessel. Wir hätten den Sessel vielleicht dann doch reinstellen sollen irgendwo, aber hier draußen hat sie wenigstens ein bisschen was, was sie mal sieht. Moment mal, ist sie die Letzte, die hier ist? Das kann ja auch nicht sein. 16 Leute sollten hier sein. Mitten in der Nacht sollten alle schlafen. Wo sind sie denn alle? Die rennen wieder an einem Fleck alle rum. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Nein, das bin ich nicht. Es ist noch nicht perfekt, aber wir kommen durch. Macy Long, ja. Also hier ist niemand, mit dem wir noch reden könnten. Die Leute scheinen auch alle zufrieden zu sein, also geht's gleich weiter zur nächsten Siedlung. Und wir kümmern uns um das, um die Entführung, um das Entführungsopfer. Ja, tatsächlich, hier können wir nicht mehr sehr viel machen. Wir sollten langsam auch wieder anfangen, ein bisschen Munition zu sparen, zu sammeln, hier in unseren Kisten. Das Sortiersystem nochmal etwas verbessern. Naja, das sind alles so Sachen, die werden wir nochmal machen, bevor wir nämlich die Hauptmissionen angehen. Wollen wir natürlich genug haben, damit wir da dann nicht andauernd hin und her rennen müssen. Das wäre ja ziemlich anstrengend, denke ich mir. Medford Memorial Hospital heißt das. Und wir starten vom Teffington Bootshaus. Da sind 20 Leute. Das ist ja gar nicht so wenig. Aber Teffington Bootshaus ist ja auch so eine Gegend. Oha. Ja, Blutkäfer und so. Das ist nicht ganz mein Fall. Okay, mit dem Skill Bleimagen wird der Strahlungsschaden, den du durch Lebensmittel und Getränke erleidest, reduziert oder ganz verhindert. Okay, du suchst eine wahre Herausforderung, probiere den Schwierigkeitsgrad überleben. Ah, was wird das wohl sein? Das werden doch wieder die Blutkäfer angreifen, oder? Und es waren... Ja. Blutkäfer, denke ich mal. Immer wenn wir hier ankommen, wird geschossen. Ja, man kann es jetzt nicht sehen, wo die gelandet sind. Ach, hier ist einer.
Blutkäferfleisch und Blutkäfer. Schätze, die werden das nicht mehr brauchen. Ja, Preston, ich denke auch, sie werden es einfach nicht mehr brauchen. Wir nehmen hier noch ein bisschen Wasser mit. 9 und 200 Kronkorken. Ja, das hat sich ja gelohnt. Ich glaube, wir waren aber auch schon lange nicht mehr hier. Wie wäre es denn noch mit ein paar Bekleidungsstücken? Auch hier sehen wir jetzt gar nicht. Wo sind denn unsere Händler? Aber ich meine, hier hatten die Händler schon das passende... Nein, nicht einlagern, wieder raus hier. Die passende Kleidung hatten wir hier schon vergeben, meine ich. Ich meine, es kann natürlich sein, ja genau, hier ist die Händlerin für die Ich wollte Kleidung. Nur ein paar Sachen tauschen. Na klar. Sie muss ja nicht unbedingt offenbar, ja doch, sie muss an ihrem Stand stehen. Sonst bekommen wir da nämlich gar nichts raus. Ja, schade. Dann geht sie jetzt wahrscheinlich zu ihrem Stand. Ja, das dauert immer ein bisschen. Ja. Also kommt am Preston nicht vorbei. Wir machen das, glaube ich, mit der Klinik wieder so, dass wir die Supermutanten rauslocken und hier in Richtung Siedlung locken, zumindest schon mal die Hunde, die Mutantenhunde. Ja, wo bleibt denn hier die Verkäuferin? Da hinten kommt sie. Okay. Dann schauen wir mal, ob sie vernünftige Sachen für uns schon hat. Okay. Geht nicht. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Es ist zu spät anscheinend. Wenn wir mal auf die Uhr gucken hier unter Daten... Ja, okay, 7 Uhr, ich weiß gar nicht. Es sollte eigentlich noch geöffnet sein. Ich glaube von 8 bis 8 oder von 9 bis 9. Irgendwie sowas war das, meine ich. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Schieß los. Aber sie hat nichts. Nein, sie verkauft uns nichts. Ausrüstung würde jetzt gehen. Ja gut, dann geht's weiter zur Mission. Schauen wir mal, ob wir die Frau... befreien können oder den Mann. Es hat sich nach Frau angehört, weil er sagte, er wüsste nicht, was er anstellen würde, wenn ihr etwas passieren würde. Also denke ich, es könnte sich um eine Frau, eine weibliche Geisel handeln. Hier haben wir schon den ersten Supermutanten. Und... Uah! Und ein ekliges fliegendes Ding. Oh nein. Das war doch sowas von klar. Das sind ja immer hier, die Dinger. Oh Mann. Ich mag die nicht. Ja, Blutkäferfleisch und Blutkäferrüsseln. Nehmen wir beides mit. Ach, jetzt steht der Supermutant natürlich nicht mehr da. So schön. Aha, da ist er. Und da ist noch einer. Ist das der mit... Ist da noch einer mit Bombe? Nein, das ist der mit Hammer. Warte mal. Ah doch, das ist einer mit Bombe. Ach schade, den hätten wir jetzt... Da hätten wir die Bombe gut treffen können, aber... Oh oh, gefährlich. Ja. Schade, wir hätten die Bombe treffen können, als er direkt hier neben dem Supermutanten Vollstrecker stand. Jetzt gehörst du mir. Preston ist wieder schön im Weg, stellt sich direkt vor uns und schießt dann mit so einer Herzpistole auf die Supermutanten. Wir werden auf jeden Fall in Richtung Siedlung laufen. Denn wir haben die Geschütztürme ja nicht für nichts dahingestellt. Die können ruhig arbeiten für ihr Geld, finde ich. Können wir uns ruhig auch mal unterstützen, auch da geht's schon los. Sehr schön. Hätte es weglaufen sollen. Das ist Preston. Beinahe hätte Preston wieder was abbekommen, aber er ist noch am Spielen hier mit den Fliegen. Oh! Das war eine Mücke. Wir können natürlich versuchen, Preston jetzt... Oh, noch irgendetwas? Oh, oh, oh. Das ist vorbei.
Ich mag diese Dinger einfach nicht. Im Realen wie auch hier. Aber die Grafik, waren die roten Witwenblutkäfer schon immer so ein bisschen rötlich? Das ist mir nie so aufgefallen. Aber gut, wir nehmen das Fleisch mit. Auf, da ist noch so ein Viech irgendwo. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht in die Schusslinie geraten. Das wäre natürlich auch unangenehm, denn... Ich glaube, ich habe hier drüben was. Schon wieder. Alles klar. Ich springe Preston fast in die Arme. Ja gut, den suchen wir. Ach doch, da liegt's. Da liegt das Ding ja. Blutkäferfleisch und Blutkäferrüssel vom Blutkäferjungtier. Na gut. Wie sieht das jetzt aus? Warum können wir jetzt vielleicht handeln? Na, jetzt ist niemand hier. Da steht sie. Suchst du was zum Anziehen? Genau. Klar, ich schau's mir an. Sag mir, was du haben möchtest. Kupfer. Ach nee, zum Anziehen, Postbotenuniform, alles, was mit Militär zu tun hat und modische Brille? Nein. Smoking wäre auch gut, aber sie hat überhaupt nichts. Flanellen mit Jeans, Flanellhemden mit Jeans wären immer ganz gut. Okay, bringt nichts. Wir müssen also, ja, wohl oder übel müssen wir jetzt zu den Supermutanten. Ist ja nicht gerade mein größtes Hobby, gegen Supermutanten anzutreten, aber ab und zu muss man auch mal ein bisschen hier rumrennen und ja, wir wollen ja auch noch was looten und brauchen auch ständig irgendwelches neue Material. Neues Material brauchen wir auf jeden Fall. Hier und dort. Ich weiß nicht, wo lagen die Supermutanten. Beide hier an einem Platz, wenigstens. Planke hat er dabei. Blutkäferfleisch und Blutkäferrüssel. Wo ist der andere Supermutant? Ja, sonst lassen wir das einfach mit dem anderen. Ich möchte jetzt nicht so lange hier rumsuchen. Ach, hier liegt er. Okay. Kronkorken, 38er Patrone, Vorschlaghammer und Info. Soll ich dir was abnehmen? Na gut, wir sind schon überladen wieder. Blutkäfer, Fleisch und Rüssel. Ja, mal sehen, die Planke können wir doch abwerfen. Wir wollen da drin auch gar nicht so viel looten. Wir wollen vielmehr schnell die Geisel befreien. Ein bisschen Munition und Kronkorken, so das Übliche, werden wir natürlich immer mitnehmen. Der Vorschlaghammer, den brauchen wir auch nicht hier unbedingt. Und ja, wir sind schon ziemlich jetzt überladen. Das ist nicht so fein. Also um irgendwie auf Mission zu gehen, das ist immer ärgerlich. Daher findet man doch irgendwas Schönes und kann es dann nicht mehr tragen. Aber was sollen wir jetzt machen? Wieder zurück und die ganzen Sachen, die wir nicht brauchen, hier da reinschmeißen in die gelbe. Ja, das ist manchmal so. Ein Hin und Her. Es war anders geplant. Wo ist denn unsere gelbe Kiste hier? Die gelbe Kiste. Da ist sie. Metallkiste ist leer. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier reinschmeißen können. Kampfflinte, Improgewehr, Splittermine, Atommine. Okay, ja, die ganzen Sachen, die wir eingekauft haben. Haben wir hier denn überhaupt ein Artillerieteil schon irgendwo aufgebaut? Wüsste ich jetzt gar nicht. Fällt mir gerade ein, ich glaube, hier ist noch gar keins. Na, das eine, dieses hier wird ja wohl für den Arm sein, denke ich mal, oder? Denn sonst könnten wir das natürlich noch auf das andere Bein nehmen. Da haben wir rechtes Bein, Glück und Taschen. Achso, da ist Glück drauf. Und das hier ist nur dieser Chamäleon-Effekt. Na, der ist ja doch manchmal ganz hilfreich. Ja, was können wir denn noch hier reinlegen?
Das ganze Blutkäferfleisch auf jeden Fall. Den Ödländer nehmen wir mit, damit können wir viel tragen. Eingelegtes Fleisch und Fleisch von Weichschalen Majolux, das können wir alles hier reinlegen. Gwinnett Ale und Gwinnett Brew und Gwinnett Lager, Gwinnett Pilsner Stout und die ganzen Majolux Eier. Ja, die haben ja auch Gewicht. Majolux Fleisch, Mutanten Hundefleisch, Todeskrallenfleisch, dann noch verstrahltes Blut und der Whisky. Und diverses, was haben wir da noch? Naja, nichts von Gewicht groß. Einen Moment. Ja, die können wir nicht ablegen. Silberne Maschinenpistole Requisite aus dem Hubris Comicladen. Aber den gesamten Schrott, den können wir in die... Das machen wir auch. Das können wir auf jeden Fall in die... Na, was ruckelt das jetzt noch? Werkstatt hier transferieren mit T. So, wir sind zwar immer noch nicht so leicht, wie wir sein könnten, maximal, aber warum sind wir denn immer noch so schwer? Hm. Die Kampfrüstung hier, vielleicht deswegen. Ach so. Aber da ist kein Glück drauf, die legen wir jetzt auch erstmal ab hier. Kleidung. Und das hier auch lagern. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen, sage bis zum nächsten Mal, macht's gut, Daumen hoch und tschüss.